Hallo, hier ist die Petra von Bebraart. Ich habe hier heute mal einen schwarz grundierten Stein, also das ist auch ein Naturstein, und wollte eigentlich mal die Farben benutzen, die mir auch wieder gefallen, und habe jetzt einfach mal auch eine Fantasie-Sonne, wie auch immer man das nennen möchte, hier mit Bleistift mal vorgezeichnet. Und ja, dadurch, dass ich ja den Goldton so schön finde, benutze ich den auch für meine, sagen wir, sogenannte Sonne. Und verwende jetzt eigentlich einfach nur die Farben, die mir gefallen. Und die können variieren, wie auch immer. Bringe ich jetzt einfach auf den Stein. Und da könnt ihr also auch jede Farbe zu nehmen und alles ist ja Fantasie, alles muss nicht so ganz genau so exakt sein. Also da kann man sich einfach mit der Farbe auch ein bisschen austauschen. Ihr seht, da habe ich ein bisschen geschmiert. Habe das versucht, mit dem Finger wegzumachen, aber davor wischt man eigentlich immer mehr. Und habe ich dann mal so einen Fehler, nehme ich dann so ein, sagt man, Q-Tip, also so ein Wattestäbchen, mache das Wattestäbchen ein bisschen feucht und kann das dann wirklich schön abwischen. Und ja, nicht einfach reingehen, um das abzuwischen, sondern von außen die Farbe nach innen abnehmen. Ein Momentchen trocknen lassen und dann könnt ihr da schon wieder drüber malen, um das dann zu begradigen oder schöner zu machen. Ich habe ja hier den schwarzen Untergrund und ihr werdet hinterher sehen, eigentlich ist die Farbe, die ich hier benutze, sehr schön deckend. Ihr seht das auch, also es sieht ja eigentlich schön oder gut aus. Aber ich sage auch immer, der Stein frisst Farbe, ich weiß es nicht. Nachher, wenn die Farbe getrocknet ist, werdet ihr also sehen, dass die nicht so ist, wie ich die eigentlich haben wollte. Also ich habe die da immer richtig gerne dick, fett, ja, drauf. Aber wenn die Farbe trocknet, scheint mir das Schwarze immer noch zu viel drauf. Und dann lasse ich das jetzt einfach, dann, wenn ich das alles fertig habe, einfach mal trocknen. Und ihr werdet sehen, nachher gehe ich da also überall auch nochmal mit der gleichen Farbe drüber. Weil dann ist der für mich leuchtender oder der macht mehr her. Ja. Und ihr seht, ich habe hier jetzt einfach auch nur Striche gezogen. Mir kommt es hauptsächlich, da seht ihr, da habe ich das schon wieder, ist der Strich ein bisschen an die Seite gegangen, ein Q-Tip und weg ist es. Also mit einem Q-Tip kann man sich immer gut helfen. Mit dem Lappen geht das nicht oder mit dem Tuch oder mit einem anderen Pinsel. Da macht man nur ja, ein bisschen Schweinerei und verwischt das dann alles. Und so ein Q-Tip ist immer gut. Ich habe hier wieder drei Farben ausgewählt. Also ich glaube, das ist so von der Harmonie. Gefällt mir das diesmal ganz gut. Kann mir auch passieren, dass ich auf einmal mal irgendwann fünf oder sechs Farben nehme oder alles einzeln mache. Aber für heute fand ich diese drei Farben schön und deshalb habe ich die dann auch benutzt. Man soll ja auch immer das machen, was einem Spaß macht. Und das ist ja das Hauptsächlichste dabei. Ihr seht jetzt also schon die Farbe, die erste Farbe, die ich aufgetragen habe. Guckt euch das mal an. Die wird also jetzt schon trocken und da scheint das Schwarze
Jetzt könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Da scheint der Schwarze noch ganz schön durch. Und den Effekt wollte ich einfach nicht haben. Ja, hierfür habe ich jetzt mal einen Rundpinsel genommen, weil damit kann ich jetzt die Kanten gut ausstreichen und was ich dabei auch habe, ich kann gut in Ecken damit gehen. Also das, ich habe sonst auch gerne einen Flachpinsel eigentlich, aber für solche runden Sachen und wo ich noch ein paar Ecken habe, die ich da bearbeiten möchte, nehme ich dann doch lieber den Rundpinsel. Da kann ich dann ein bisschen feiner mitarbeiten. So, mit den zwei Farben könnte man es schon lassen, muss ich auch ehrlich sagen, weil die Untergrundfarbe ist ja schwarz und sieht ja auch schon nicht so schlecht aus. Aber ich habe dann doch noch den dunkleren Lila-Ton genommen. Violett sagt man, ja, Violett. Und sieht dann doch noch ein bisschen besser aus. Ich wollte auch nur sagen, rein theoretisch hatte man ja jetzt auch drei Farben. Also hierfür habe ich jetzt auch da den Spitzpinsel genommen oder Rundpinsel. Und da muss ich sagen, ich glaube, ich habe am Anfang einen ganz einfachen Pinsel genommen, aber das war nicht so gut. Also damit, mit diesem einfachen Pinsel kann man mit der Spitze nicht exakt arbeiten. Und dann habe ich hinterher doch gewechselt, weil mir das zu mühselig war und habe dann ja ein bisschen besseren Pinsel genommen. Mit dem kann man dann noch viel exakter arbeiten. Und man macht sich das nicht so schwer. Letztens hat mir noch jemand gesagt, ich erzähle immer viel zu schnell. Aber ist so meine Natur. Also wenn euch das zu schnell ist, wie ich rede oder zu viel rede, ihr dürft mir das ruhig in die Kommentare schreiben. Dann, ja, man kann immer alles ein bisschen ändern. Und dann werde ich mich auch bemühen, ich kann es, wenn ich dran denke, auch langsamer sprechen. Obwohl ich möchte dann auch immer, wenn ich so ein Projekt habe, auch so viel mitteilen, dass ich immer meine, ich müsste ganz schnell reden, damit ich genug Informationen rüberbringe. Aber wenn euch das zu viel ist mit meiner Rederei, dann stellt ihr einfach den Ton ab, macht euch irgendwo nette Musik an und schaut mir dann einfach zu. Ja, jetzt mache ich nochmal so ein paar Feinheiten, die da an den Ecken nicht so toll aussehen, weil die Übergänge sollen ja auch schön sein. Sonst habe ich das nachher alles da so zackenhaft. Wollte ich dann auch nicht. Und mit so einer Karte darunter ist gar nicht so verkehrt, weil das könnte alles schön immer drehen. Also mir ist das sehr angenehm. So, da lasse ich das jetzt mal trocknen. Und wenn es wieder trocken ist, ihr seht, also mir gefällt das nicht. Der Stein hat mir zu viel Farbe geschluckt. Also das, was mir nicht gefällt, das arbeite ich jetzt wirklich nochmal nach. Ich zeige euch das auch extra oder ich habe es extra mitlaufen lassen, die Kamera, damit ihr den Unterschied auch seht. Ich hätte das jetzt auch verschlucken können und sagen können, so, ich habe den Stein jetzt nochmal nachbearbeitet und mache das dann weiter. Aber vielleicht seht ihr jetzt auch den Unterschied
von der Dickkraft, dass wenn man das zweite Mal darüber geht, dass dann die Farben viel besser rauskommen. Hier an dem größeren Stück da, wo ich jetzt gerade dran bin, da kann man das eigentlich am besten sehen. Weil auf großen Stücken, auf kleinen Stücken sieht man das nicht so. Aber auf diesen größeren Stücken sieht man schon. So, jetzt gucke ich mir an, wie die anderen Farben sind. Ob ich die auch nochmal nachmache. Ja. Da gehe ich aber nur noch mal wirklich grob drüber. Weil die Übergänge, die habe ich ja eigentlich alle. Und da an den Übergängen kommt nachher auch noch mal was drüber. So, dass ich jetzt einfach nur noch mal grob über die Farbe, über die vorherige Farbe gehe. Also das habe ich jetzt auch nur im Film drin gelassen, damit ihr wirklich auch den Unterschied mal seht. Und manchmal ist so ein bisschen mehr Mühe, dann noch einmal drüber zu gehen. Im Nachhinein freut euch das dann, weil wirklich die Farben dann einfach für mich schön sind. So. Ich glaube, das gefällt mir jetzt ganz gut. Hab den trocknen lassen und jetzt ist der trocken. Also ich versuche auch immer zu gucken mit der Hand. Ich merke dann, ob der klebt oder ob der trocken ist. Wenn ihr zu früh damit anfangt, darauf rumzumalen, dann wird das manchmal sehr unschön. So, und da ich im Moment Gold sehr liebe, habe ich also jetzt einen Acrylstift in Gold, habe auch den dickeren Stift genommen und ziehe jetzt einfach nochmal die Konturen nach. Ich sage immer, mit dem Gold veredelt man diesen Stein da ein bisschen. Ja. Und jetzt ziehe ich ganz locker einfach die Konturen nach. Und ich finde das einfach netter. Und jetzt runde ich die Ecken alle nochmal ein bisschen ab, damit das nicht so zackig aussieht. Und ja, gefühlt wärmer. Und diese Acrylfarbe im Stift, die trocknet auch recht fix. Also da muss man nicht so lange warten, bis die trocken ist. Das Einzige, was man wirklich immer machen muss, bei jedem Mal die Stifte schütteln. Also dass die Farbe da wirklich nochmal läuft. Und normalerweise, ich mache immer noch, ihr seht das jetzt nicht, es ist nicht in der Kamera, ich mache immer noch mal vorher einen kleinen Strich und probiere das aus, ob die Farbe auch in der Spitze ist. Wenn nicht, dann müsst ihr den Stift da noch ein bisschen mal runterdrücken, die Spitze also ganz fest auf die Unterlage, sodass die Farbe wieder in die Spitze laufen kann. Aber wirklich schüttelt diese Stifte jedes Mal. Und was ich also auch mache, ich lagere die Stifte immer liegend. Manche sagen, stelle sie auf den Kopf, sodass die Farbe immer nach unten läuft. Bei mir wird das nicht so toll und wenn ich ehrlich bin, ich habe auch immer Angst, die laufen aus. Also, aber nie so hinstellen, dass die Farbe dann, wo sage ich denn jetzt, unten ist. Also, ja. Weil dann trocknet die Spitze aus und ist dann nicht mehr schön. So, ihr seht, ich dudel jetzt auch noch mal ein bisschen auf dem Stein rum. Und ich mache jetzt auf jeder gleichen Farbe das gleiche Muster eigentlich.
Das ist einfach nur auch für einen Kontrast und ich doodle halt gerne. Ich mag das. Weiß ich auch nicht, aber ja, jeder hat so seins. Man kann schon jetzt auch richtig was Schönes da reinmalen. Aber das ist also ein Stein, der ist nicht zum Verschenken. Den hatte ich jetzt noch keinen, den ich im Moment beschenken möchte, sondern dieser Stein wird ja anschließend lackiert. Also ein bisschen wetterfest gemacht und dann lege ich den aus. Also ist das ja auch eine Art Verschenken, aber nicht für einen speziellen. Ich sage mir aber immer, dieser spezielle Mensch wird sich finden. Die finden diese Steine. Es gibt ja auch welche Menschen, die übersehen das ja ganz. Die sehen selbst so einen bunten Stein nicht. Und der, der das sieht, der hat bestimmt auch Freude dran. Freue ich mich jetzt schon. Ich stelle mir das dann immer vor, wenn die Menschen das finden und sagen, ach, guck mal, und ach, dürfen wir den mitnehmen? Ja, wenn Steine draußen liegen, draußen in der Öffentlichkeit, kann man die auch mitnehmen. Nicht auf dem eigenen Grundstück oder irgendwo hinterm Zaun. Da darf man nicht über den Zaun klettern, ne? Ja. So, jetzt bin ich auch fast hier mit meinem Doodeln fertig. Und ich finde, der Stein sieht ganz gut aus. Er ist auch nicht ganz so klein. Der hat eine schöne Größe. Und jetzt ist der Stein fertig. So, ich hoffe, ihr seht mal das Goldene, das blinkt auch schön. Also finde ich toller Effekt. Und schon ist der Stein fertig. Sollte euch mein Video gefallen haben, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Sollte euch mein Kanal gefallen, lasst mir ein Abo da, kostet nichts. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einen netten Kommentar. So, dann sage ich mal bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.